Also wer was von mir will, muss eine E-Mail schicken. Ich bin da ein bisschen eigen. Telefonnummer gibt es nirgends bei mir, weil sonst ruft er mal 4 nachts an. Das wollen wir nicht. Also wenn jemand was will von mir, soll er erstmal eine E-Mail schreiben und dann kann er ja die Telefonnummer reinschreiben, die man anrufen sollte. Und den Zusammenhang wäre auch nicht schlecht. Und dann rufen wir zurück, weil das private Telefon ist wirklich für private Anrufe gedacht, aus der Verwandtschaft, Familie und so weiter. Also das ist ja klar. Ich habe genug telefoniert mein ganzes Leben lang und habe einen Kopfhörer aufgehabt und im Homeoffice und in der Behörde oder so. Ich habe keine Lust, privat auch noch so viel zu telefonieren und manche machen das gern. Also wer mit mir sich treffen will, das ist was ganz anderes. Face to face heißt es. F2F. Face to face. Das ist immer möglich bei mir. Hier in Weilerstadt hat es genug Ecken und Kanten, wo man sich gut treffen kann. Erlaubte Unterhaltung und verbotene Kommunikation. Das gibt es auch bei mir.